Hallo und willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung von mir. Diesmal zeige ich euch meine eigene Horror-Map, die einfach Horror-Map heißt. Wie kreativ. Sie beträgt, wenn du langsam bis 10 Minuten Spielzeit, ist ganz kurz, aber ich finde, sie ist nett gemacht. Die Story ist einfach ziemlich simpel. Du bist aufgewacht und bist nicht in deinem Haus. Ja, das war's schon. Kompatibel mit folgenden Versionen. Also mit allen 1.7 und wahrscheinlich auch mit allen 1.8, also mit den Snapshots, die bisher rauskamen. Helligkeit auf 50%, das ist die einzigste Bedingung. Und möglichst geringe Dingens haben, also Sichtweise. Auf einfach empfehle ich es zu spielen. Dann muss man einfach auf die Druckplatte, um es zu aktivieren. Dann hat man so einen Trank, mit dem man Regen deaktivieren kann, wenn man ihn trinkt. Und man sollte es spät in der Nacht spielen, also nicht. Und es ist nicht Multiplayer-kompatibel, da die Kommandoblöcke auf SP beschränkt sind. Ich werde sie nicht let's playen, die Map, weil komm, es ist meine eigene Map, also sowas zu let's playen. Aber ich werde mal durch diese Höhle gehen. Das werde ich euch schon noch zeigen. Ohoho. Wie gruselig. Link in der Beschreibung. Dadurch, dass ich es nicht let's playen werde, müsst ihr es wohl let's playen oder spielen und das Geheimnis herausfinden. Ich gehe mal in dieses kleine Häusli. Ja. Also der Trank ist nur dazu da, um Regen auszustellen. Köpfe, ich hab Angst. Ja, genauso gucke ich auch immer, wenn ich die Köpfe wieder sehe. Der grinst und hat einen Reißverschluss unten dran. Der grinst und hat einen Reißverschluss unten dran. Und der hat Sieb ins Gesicht gekriegt. Der Typ hier hat noch Zahnpasta dran am Mund. Und der Typ hier sollte sich mal die Zähne ein bisschen abschleifen lassen. Ja, ich versuche das jetzt ein bisschen zu überspringen. Okay, hier muss man jetzt das Rätsel lösen, um das zu öffnen. Willkommen in Dodorf oder in Dododorf. Und naja, ich sag mal, es geht hier einfach in die Häuser und da müsst ihr dann versuchen, das Rätsel zu lösen. Viel Spaß, Link in der Description. Das ist meine Horror-Map. Yay. Okay, und ciao.